Aufs Einfachste runtergebrochen gilt wohl bei allen Fluggesellschaften hier in der Umgebung, es muss so langsam mal wieder losgehen. Man braucht Passagiere und das dringend. Erst einmal auf Kurz- und Mittelstrecke und dann so schnell wie möglich und so zahlreich wie möglich auch auf Langstrecke. Und warum dafür die nächsten Tage ganz besonders wichtig sind, das klären wir heute. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. In etwa 2,5 Wochen ist Ostern und rundherum gibt es Osterferien, zumindest in den meisten Bundesländern. Und diese Osterferien sind für die Fluggesellschaften hierzulande wahrscheinlich so wichtig wie in noch keinem anderen Jahr zuvor. Die Erklärung dafür ist einfach. Während die Fluggesellschaften, und das gilt hierzulande tatsächlich mittlerweile für eigentlich alle Fluggesellschaften, Stück für Stück mit jedem Lockdown das signifikante Wiederhochfahren ihres Flugbetriebs immer und immer weiter nach hinten verschieben, steigt ganz offensichtlich, und das jetzt hier auch völlig ohne Wertung, die Lust auf das Verreisen mit dem Flugzeug zum Sommer hin in Teilen der Bevölkerung immer und immer weiter an. Und das, obwohl Bund und Länder an uns appellieren oder uns quasi darum bitten, auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und ins Ausland zu verzichten. Gefühlt ist es allerdings so, da freue ich mich aber auch sehr auf eure Ansichten, dass diese Aufforderung in Bezug auf einen eventuell stattfindenden Osterurlaub gar nicht unbedingt so entscheidend ist wie beispielsweise das geflügelte Wort Quarantäne. Seit dem 14. März, also jetzt gerade seit ein paar Tagen, gelten die Balearen, also die spanische Inselgruppe, zu der auch Mallorca gehört, nicht mehr als Risikogebiet. Und das hat man nicht so entschieden, um den Reisetourismus wieder anzukurbeln, sondern nach den aktuell geltenden Kriterien ist Mallorca, sind die Balearen tatsächlich ganz einfach nicht mehr als Risikogebiet einzustufen, weil sie in Bezug auf Coronimoni ziemlich gut dastehen. Und das sorgt jetzt für eine ganze Menge Verwirrung. Denn bedeutet das jetzt, dass Osterurlaub im Inland, weil wegen Lockdown, tatsächlich komplizierter werden könnte, als nach Malle zu fliegen? Und ja, eigentlich bedeutet das exakt genau das. Keine Quarantäne, ein negativer PCR-Test, maximal 72 Stunden alt, zur Einreise und auch wieder zur Einreise nach Deutschland. Ist eine Hürde, aber eine überschaubare Hürde. Ein Formular ausfüllen und brav Maske tragen und das war's. Natürlich gelten auf Mallorca trotzdem Einschränkungen. Man hat sich angepasst an die Situation, es gelten Regeln. So sind beispielsweise in Restaurants nur die Außenbereiche offen und so weiter. Aber das funktioniert. Und die Hotelanlagen sind spätestens seit dem letzten Sommer bestens darauf vorbereitet, den Urlaubern ein sicheres Verreisen zu ermöglichen. Nicht, dass die Hotelanlagen das hierzulande nicht wären, aber hier scheitert eine eventuelle Osterurlaubsplanung eben ganz einfach schon an der ersten Hotelübernachtung. Da müssen wir uns ja jetzt auch nichts vormachen, auch das wieder völlig wertfrei. Für ganz viele Menschen bedeutet das jetzt eben, Osterurlaub auf Mallorca läuft. Das wiederum bedeutet tatsächlich aktuell, dass die Buchungszahlen für Flüge nach Mallorca rund um Ostern Tag für Tag ansteigen. Und die Fluggesellschaften hierzulande sind logischerweise alle drauf und dran, die Passagiere bei sich an Bord zu holen. Eurowings beispielsweise spricht von Buchungen in einer bisher nicht gekannten Dynamik. Und man wird, nach eigener Aussage, rund um Ostern herum etwa 350 Zusatzflüge auflegen. Bei im besten Fall voll ausgebuchten Airbus A320 mit 180 Sitzplätzen wären das mal eben deutlich über 60.000 Passagiere. In die eine und wenige Tage später auch wieder in die andere Richtung. Nur bei Eurowings. Ein signifikanter Teil der Flüge soll bereits ausgebucht sein und wenn das eben so ist, dann werden neue Flüge aufgelegt. Dann wird halt weiter aufgestockt. Lufthansa selbst möchte ebenfalls häufiger nach Mallorca fliegen und wird von zweimal die Woche ab München auf 11-mal die Woche hochgehen und in Frankfurt sollen es statt 6 wöchentlichen Verbindungen nun tatsächlich bis zu 20 wöchentlichen Verbindungen nach Mallorca im Zeitraum um Ostern sein. Dazu kommt dann noch TUIfly, auch dort werden die Mallorca-Verbindungen vorgezogen, das heißt, es geht schon in wenigen Tagen mit diesen regelmäßigen Flugverbindungen los und die Frequenzen werden verstärkt. Das heißt, es geht dann bei TUIfly in wenigen Tagen täglich von Frankfurt, Düsseldorf, Hannover und Stuttgart nach Malle. Um es dann noch komplett zu machen, bei Condor ist es logischerweise ähnlich, dort nochmal mit deutlich mehr Flugverbindungen. Dort geht es dann ebenfalls in wenigen Tagen bis zu 4-mal täglich von Frankfurt und Düsseldorf nach Mallorca, bis zu 3-mal täglich von Hamburg, Leipzig und München nach Malle und dazu noch weitere Verbindungen aus Berlin, Stuttgart, Hannover und erstmals Zürich. Und wenn wir schon mal in Zürich sind, Edelweiss spricht mittlerweile ebenfalls von einer fünffachen Menge der Buchungen im Zeitraum rund um Ostern für die Länder Spanien und Portugal. In Portugal gibt es ebenfalls Gebiete, die mittlerweile nicht mehr als Risikogebiete klassifiziert sind. Dort wird man allerdings erst ab dem 2. April
sechsmal wöchentlich nach Mallorca fliegen. Dazu kommt übrigens in Deutschland auch noch Ryanair. Dort wird man ebenfalls deutlich mehr Flugverbindungen nach Mallorca aus Deutschland heraus und auch nach Alicante in Spanien auflegen. Gut, kurz zusammengefasst bedeutet das, da geht irgendwie wieder ganz schön was. Sollte man aber trotzdem nicht überbewerten, denn für alle eben genannten Fluggesellschaften ist das, was man da jetzt auflegt, nicht annähernd das, was man sonst in den Osterferien fliegt. Ohne jetzt die genauen Zahlen für jede einzelne Fluggesellschaft zu kennen, wahrscheinlich wird keine Fluggesellschaft im nächsten Monat auch nur an die 50% der üblichen Kapazität rankommen. Mit üblicher Kapazität ist übrigens, wie sagt man so schön, Kapazität auf Vorkrisenniveau gemeint. Aber es ist ganz interessant, denn weil man ja jetzt gerade so weit unter dem Vorkrisenniveau ist, kann man jetzt eben auch mehr oder weniger flexibel auf die steigenden Buchungszahlen reagieren. Denn ganz einfach gesagt, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und Flugzeuge hat man prinzipiell ja eigentlich erst einmal genug, um sie zu verteilen. Also eigentlich ganz spannend, denn kaum jemand hat ja diese Flüge um Ostern mit viel Vorlaufzeit gebucht. Und das kann man auch wirklich niemandem übel nehmen. Denn neben dem Wort Quarantäne war ein weiteres geflügeltes und gefürchtetes Wort des letzten Jahres definitiv Rückzahlung. Klassisches Beispiel, Kunde bucht Flug, Corona-Lage verändert sich, Airline storniert Flug, Kunde hat Anspruch auf eine 100%ige Erstattung des Ticketpreises. Ein Gutschein, bei Lufthansa beispielsweise ganz prominent als Flight Value Voucher präsentiert, ist eine Option, welche der Kunde fast schon aus Mitgefühl oder Solidarität der Fluggesellschaft gegenüber annehmen kann. Mehr aber eben auch nicht. Die Airline muss zurückzahlen. Und das eigentlich innerhalb von 7 Tagen. Bis hierhin recht einfach. Die praktische Umsetzung im Jahr 2020 gestaltete sich dann aber doch etwas schwieriger. Passagiere mussten allein in Deutschland im letzten Jahr Rückzahlungen von schätzungsweise über 4 Milliarden Euro hinterherrennen. Allein die Lufthansa Group musste über das Jahr 2020 hinweg ungefähr 8 Millionen Storno-Anträge verarbeiten, abarbeiten. Und dabei wurden etwa 3,9 Milliarden Euro im Jahr 2020 zurückgezahlt. Das sagt der Geschäftsbericht 2020 und er sagt übrigens auch, dass man damit massiv überfordert war. Das können auf der einen Seite sicherlich viele Passagiere auch auf jeden Fall verstehen und sind da auch entsprechend tolerant. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Passagiere, die sich dann irgendwann, wenn es in Richtung monatelange Wartezeiten geht, auch hintergangen fühlen. Und ganz allgemein hat sicherlich niemand Bock darauf, sich nochmals in eine solche Situation zu werfen. Und bei diesem ganzen Hin und Her, welches durch Corona-Moni in der Fliegerei verursacht wird, monatelang auf das hart erarbeitete Geld zu warten, welches man dafür irgendein nicht erfülltes Ticket ausgegeben hat. Ändert ja aber nichts daran, dass sich trotzdem zum aktuellen Zeitpunkt ganz offensichtlich zahlreiche Leute finden lassen, die bereit sind, kurzfristig zu buchen, um touristisch zu verreisen. Das war um Weihnachten tatsächlich übrigens nicht anders. Die Lufthansa Group verzeichnete damals von einer Woche auf die nächste 400% mehr Buchungen. Was eine Menge ist, was man aber auch hier wieder nicht überbewerten sollte. Ändert nichts daran, dass die Fluggesellschaft auch um Weihnachten herum noch hunderte Flugzeuge am Boden hatte. Aber tatsächlich, von da an, ab Mitte Dezember, war Lufthansa wie ein richtiger Ferienflieger zu fast allen Kanarischen Inseln mehr oder weniger täglich unterwegs. Und jetzt kommt halt Ostern und logischerweise möchte sich keine Fluggesellschaft die Chance entgehen lassen, ein paar Passagiere nach Mallorca fliegen zu dürfen. Und deswegen wurden für einzelne Flüge immer und immer weiter Buchungen zugelassen, sodass diese einzelnen Flüge teilweise extrem überbucht waren. Ist ja aber gar nicht weiter schlimm, denn die Fluggesellschaft hat ja die Mittel, die Flugzeuge aus dem Parkzustand zurückzuholen, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Kurzarbeit zurückzuholen und ihre Belegschaft auf einen instabilen, aber für viele seit langer Zeit eben auch mal wieder gefüllten Dienstplan vorzubereiten. Mit der steigenden Nachfrage steigen jetzt allerdings auch wieder die Flugpreise. Diese haben sich für das Wochenende vor Ostern teilweise bis zu verdreifacht. Und das liegt nach Aussage eines Eurowings-Sprechers allerdings nicht daran, dass man die Flüge teurer gemacht hat, sondern dass man jetzt eben seit langer Zeit mal wieder in großen Mengen auch die letzten und damit teuersten Plätze an Bord eines Flugzeuges verkauft bekommt. Erhöht wurden die Flugpreise also nicht. Und soweit es der Fluggesellschaft möglich ist, werden neue Flüge mit günstigen Plätzen nachgespült. Ja, man kann davon halten, was man möchte, von den touristischen Reisen rund um Ostern nach Mallorca. Aber die Leute wollen fliegen und die Fluggesellschaften freuen sich darüber. Der große Durchbruch zu einer seit langer Zeit nicht mehr dagewesenen Nachfrage bei touristischen Flugreisen wird das sicherlich nicht sein. Das wird nach Ostern auch wieder stark abfallen. Dafür ist die Lage in Deutschland und in Europa noch viel zu dynamisch und unsicher.
Aber sicheres Reisen nach Mallorca, warum nicht? Bin da sehr gespannt auf eure Meinung, freue mich sehr auf die Kommentare. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie man das in den nächsten Wochen und Monaten dann auch eventuell auf die Langstrecke transferiert bekommt. Aber das schauen wir uns dann in Bezug auf Eurowings Discover auch nochmal in einem anderen Video an. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Ein etwas kürzeres Video heute. Schaut gerne im Shop vorbei. Dort findet ihr, erster Link in der Beschreibung, die Blueprints aus dem Hintergrund in verschiedenen neuen Materialien und Größen. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr da mal vorbeischaut. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.